Sie bereits so viele Jahre. Möchten kurz bei mir verbreiten und bringen drum ein Stück weiter. Vor Freude möchten wir laut jubeln, denn der Saal ist prall gefüllt und alles scheint gespannt, was der Vorhang noch füllt. So lass uns das Geheimnis lüften, auf das ein jeder recht bald sieht, was in dem neuen Stück die Wandlung auf dieser Bühne hier geschieht. Seltsam sind der Menschen Wünsche, zumeist dreist und unbedacht. Und über diese zu entscheiden, dazu habe ich die Macht. Lottogewinn, das lehne ich ab. Habgier ist nicht meine Sache. Gerecht und gütig. Weshalb ich Sündern möglich mache, wenn sie bereuen ihre Fehler und nach Besserung ernsthaft streben, dass sie das Himmelreich betreten, weil ich die Sünden habe vergeben. Heilung der Mutter von schwerer Pein. So ist es recht. So soll es sein. Ich grüße dich, o Allgemein. Zerbrichst du dir wieder den Kopf? Wer kriegt, wer nicht von diesen Lachen? Beten können sie gar lieblich, wenn die Not sie bitter quält. Die Welt hat eifrig sich verändert, seit ich einst ins Amt gewählt, sodass es manchmal mich bedrückt. Ja, ja. Der Mensch ist halt verrückt. Wem sagst du das? Doch sprich, mein Lieber, von welcher Art ist dein Begehr? Du kommst den weiten Weg aus der Hölle doch nicht zum Plauschen nur daher. Die Anträge zur Höllenfahrt. Nach diesen Sündern sehne ich mich, dass die ewige sie holt und dies fürwort, bitte ich dich. Warum denn die? Die zählt doch gerade mal 30 Lenze und hegt der Sünden gar in Gänze. Der alte Nero hat im Fegefeuer nur 2000 Jahre gebrannt. Vergeben sind ihm seine Taten. Er ist im Himmel und sein Platz vakant. Und niemand könnte ihn besser füllen als dies Weib, was teuflisch gar. Und ganz im Vertrauen, gutes Personal ist rar. Wohl wahr, ihr Register ist nicht ohne. Was sie an Frevel dargebracht, reicht für etliche Höllenqual. Also ist es abgemacht. Wenn es dich denn glücklich stimmt, so will ich dem nicht widerstreben. Dein
Wunsch wird gerne dir erfüllt und dem Antrag stattgegeben. Hab Dank, du allmächtiger und gerechter Herrscher. Spar dir deine Speichelleckerei. Derlei bin ich lang schon leid. O Ewige, so komm herbei. Du hast nach mir verlangt. Da bin ich und habe deinen Befehlen. Zur Erde wirst du herniederfahren. Hier hast du eine Liste sündiger Seelen. Abgelehnt. 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 Zum Donner auch. Wie tückisch doch die Zeit verrinnt. Der gute Petrus wird schon warten. Weil die Wetterplanung gleich beginnt. Schaffe mir, mein lieber Taler, wachse und vermehre dich. Mehr will ich von deinesgleichen, von dir gibt's kein zu viel für mich. Nur für dich empfinde ich Liebe, du mein schöner Grenzenschatz. Für Mitgefühl und Nächstenliebe ist in meinem Herz kein Platz. Es ist mein einziges Bestreben, emsig zu gieren und zu raffen und ohne irgendeinen Skrupel noch mehr Reichtum mir zu schaffen. Dieser Drang, noch mehr zu haben, ist meines Lebens golden Leid. Von diesem Wege abzukommen, dazu hab ich keine Zeit. Ja, ich schummle und betrüge, um meinen Willen zu erreichen. Schuldgefühle sind mir fremd. Gerne gehe ich über Leichen. Was kümmern mich Moralapostel, aus denen spricht doch eh nur Neid. Das dumme Geschwätz vom reinen Gewissen bin ich eh schon lange leid. Und wie meine schwarze Seele sich die Hände reibt und lacht, wenn betrügerische Geschäfte noch mehr habe eingebracht. Ich spiele mit gefälschten Karten, mach alles, was mir Vorteil schafft. Aus dem Gewinn, den ich erziele, schöpft mein Handeln seine Kraft. Egal, ist mir der andere Elend, bin nur am Gelde interessiert. Denn wer Menschlichkeit sich leistet, ein Kapital recht schnell verliert. Besitz ist jener großer Zauber,
der alle Freiheiten mir bereitet. Und solange ich diesen nähre, mich wie ein treuer Hund begleitet. Im großen Überfluss zu schwelgen, ist besser, als in Not zu fristen. Seinen Reichtum stets zu hegen, ist höchstes Ziel des Egoisten. Und da ich nun einmal ein solcher, gebe ich mich dem mit Freude hin. Denn einzig alles zu erreichen, das ist meines Lebens Sinn. Wenn ich dich, mein Kind, so reden höre, wird's im Herzen mir so kalt. Und traurig bete ich zum Himmel, dass Gott dich führt zum rechten Halt. Wie kommt's, dass du von solcher Härte? Ich hab doch redlich mich bemüht, hab alle Kraft dafür gegeben, dass fürs Frömmige dein Herz erblüht. Doch du huldigst nur den Mammon, und der fürcht dich vor dein Verderben. Und doch sorgt er in feinster Weise dafür, dass wir nicht Hunger sterben. Auch kleidet er dich in schönen Stoffe, gibt festes Mauerwerk und Dach. Drum kann sein Fehler wohl nicht sein, wenn ich ihn mir zum Freunde mache. Ein schöner Freund, der dir die Seele schwärzt, sodass das Herz zum Stein mutiert und voller Schwere in der Brust schlägt, die jede Menschlichkeit verliert. Die Menschlichkeit ist dein Bestreben? Zu dumm, die macht allein nicht satt. Selbst Brot vermag man nur zu kauen, wenn man es zuvor gezahlt hat. Doch genug des leidigen Disputs. Das Tageswerk wird verrichtet werden. Nur wer stets und emsig schafft, der kommt weiter hier auf Erden. Wer nur an seinen Vorteil denkt, dem bleibt das Himmelreich verwehrt. Genug jetzt mit deiner Predigt, die mir das Ohr unnütz beschwert. Wenn dir das Geld ein solcher Graus ist, dann geh doch deinem Drange nach und klopf am städtischen Armenhaus und bitt dort um ein Schlafgemach. Wer emsig schafft und wenig ruht, dem tut ein wenig Stärkung gut. Ah, getreuer Albert, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich brauch fürwahr ein wenig Stärkung, denn hungrig macht ein solcher Streit. Wie ich ihn gerade wieder führen musste mit meiner Mutter, weil ihn der Mammon nicht missfällt. Sie sorgt sich darum, dass meine Seele nicht Einzug in das Paradies erhält. Das sind die Sorgen einer Mutter, dessen Herz fürs Kind nur schlägt, weshalb sie stets und unermüdlich so viel Sorge um es trägt. Nehmt's mit Nachsicht und seht es so, denn das beweist die Mutterliebe. Darüber wäre mancher froh. Genug jetzt mit dem Gefühlsgedusel. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Wer den Tag nicht sinnvoll nutzt, für den wird er verloren sein. Ich erwarte einen Herrn, welcher Schuldner bei mir ist. Ich lieh ihn auf ein Jahr 2000. Heute endet seine Frist. Das wird der junge Mann wohl sein, der ganz nervös im Eingangssaal hockt. Nervös ist er, sagst du? Dann hat er sicherlich verbockt. Ich bin gespannt auf seine Ausflüchte, die er mir gleich serviert. Kann er seine Schuld nicht tilgen, noch heute er die Freiheit verliert. Ich lass ihn in den Kerker werfen. Dort zieht er dann für lange ein. Nun, er soll nicht länger warten, bring den Habe nicht herein. Die
kann ihm wohl zugestehen. Doch vielmehr interessiert mich, ob ich Gulden kriege zu sehen, die in einer reichlichen Menge hier aus seiner Tasche fließen und sich in ihrer ganzen Fülle auf den Tisch vor mir ergießen. Hochehrbare gute Frau, auf mich freut es nicht. Kann er zahlen oder nicht? Bedenkt mein Weib, die kranken Kinder, die Medizin, die sie zum Leben brauchen, ist im Preise nicht gering. Und dann der Mietzins für die Kammer. Ich habe gespart, so gut es ging, habe jeden Taler wohl bedacht und ihn viermal umgedreht, damit er mir in keinster Weise unnütz aus den Händen geht. Hab in der Fabrik geschuftet, von Morgen bis hin zur Nacht. Doch trotz der vielen Zusatzstunden, ich hab's nicht bei Land gebracht. Es kümmert mich dein Katzenjammer so viel wie ein verwelktes Blatt, das den Weg von seinem Aster auf die Erde gefunden hat. Mich interessiert nur eine Sache, welche sich darauf beläuft, ob du in der ausgemachten Frist genug Bares hast gehäuft. Denn auch ich muss sehen, wie mein Leben ich bestreite. Würde ich wie du nur jammern, wäre morgen ich schon pleite. Ich frag dich nun zum letzten Mal, sprich, kannst du zahlen oder nicht? Also bist du ein Betrüger und gehörst vor das Halsgericht. Harte Morgen und verlängert mir die Frist. Denkt an die Kinder und mein Weib. Sie werden jämmerlich verhungern, wenn ich allzu lang ausbleibe. Schaut euch diesen Nichtsnutz an, der wie ein Wurm im Staube kraucht. Du kommst in den Schuldenturm, schon weil es ein Exempel braucht. Wer sich erbarmt mit deinesgleichen, der hat schon bald ausgespielt, denn er füttert eine Hand, die ihn hintenrum bestiehlt. Albert, schaff zum Herrn Richter diesen widerlichen Wicht. Du teuflisch Wesen ohne Gnade, so vergiss denn dieses nicht. Hast Weib und Kinder auf dem Gewissen. Darum schwör ich jetzt und hier, dass ich, so wie du mir heute, als das Liebste nehme dir. Hinaus jetzt mit dem Widerling! Hier darfst deine Prämie nicht vergessen. Anvertraute zu vermehren, es nur sinnvoll zu verwenden,
ist mein heiligstes Begehren. Sieh nur, dieser eine Gulden geht morgen schon auf seine Reise und versorgt den, der ihn hält, so wie mich einst mit Trank und Speise. Nicht weniger wird sich glücklich zeigen die dritte Hand, in die er kleidet, weil er den Weg zu ihrem Wunsch mit einem Male ihr bestreitet. Auch das Geld, was jener schuldet, welcher nun im Kerker schmachtet, habe ich für solche Wanderschaft als äußerst nützlich mir erachtet. Bedenke nur, wie viele Hände, weit verteilt in aller Welt, hat dieser untreu Tunichtgut um ihr kleines Glück geprellt. Und für diesen forderst du Vergebung? Wer für das Gerechte ficht, der vergisst bei all seinen Kämpfen all die anderen Hände nicht. Du rechnest alles dir zurecht, wie du es eben gerade brauchst. Und denkst, es kommt niemals die Zeit, in der du selbst am Boden krauchst. Hast noch nie ein Herz gewonnen, kannst keinen Freund dein eigen nennen, der gar treulich dich begleitet und auch bei Not dich will noch kennen. Kehre ab von diesem Weg, denn er kann nur schrecklich enden. Genug jetzt mit dem Hellgeseher, wir lassen es dabei bewenden. Da schafft einer mit Witz und Fleiß und hat es so zu was gebracht. Doch statt ihn für sein Tun zu achten, wird er fortwährend schlecht gemacht. Den ziehe ich mit Gewalt hinweg.
Wenn auch mein Ende unumgänglich, so bleibt doch sicher etwas Zeit, auf diesen einen Schluck zu nehmen vom besten Weine weit und breit. Stoß mit mir an auf diesen Schrecken, auch dir wird dieser Tropfen schmecken. Hat für die alte Kehle, die nie zuvor solch Trunk benetzt. Schon sehnt sie sich nach neuem Schwalle, das erneut sie ergetzt. So bitte ich um ein weiteres, um mich daran wohl zu laben. Wenn es dich danach so dürstet, sollst du gern ein weiteres haben. Wie der Liebliche das Säfte von innen mich mit Wärme füllt und mein bitteres Gemüt mit reger Freundlichkeit umhüllt. Solch göttlich holder Tropfen lässt die Seele schier erbeben. Für ein gut gefülltes Fläschlein würde ich so manches geben. Seine Wünsche und sicherlich auch seinen Preis. Da lässt sich ein Geschäft doch machen, jetzt, da ich um dieses weiß. Von jenem vielgelobten Weine habe ich im Keller noch ein wenig. Wenn sie es wünscht, muss sie es nur sagen und ich hole ihr untertänig aus dem feuchten Katakomben so viel zu tragen, ich vermag. So geh den schnellen Schrittes hin und schaff mir den Wundersatz zu Tag. Wenn du gehst von Tür zu Türe und bist stets ein ungebeten Gast, erfüllt es dich mit tiefer Freude, wenn du solch ein Gegenüber hast. Vor mir zittern selbst die Götter, die ich kommen und gehen sah. Doch dieses eine Menschenwesen steht völlig ohne Ängste da. Leg im Angesicht des Endes mich zu einem Trunke ein. Gib mir von Besten ihres Kellers, gib mir von diesem köstlich Wein. Fast meine ich, es ist viel zu schade, sie von dieser Welt zu reißen. Doch so sind nun mal die Regeln. Ich muss tun, wie mir geheißen. Wäre ich eine Krake mit acht Armen? Hältst du nicht als ich? Mehr als fünf zu tragen. Dazu fehlt mir jede Kraft. Du hast, was möglich war, getan. Dafür danke ich dir, alle Zeit. Doch ein selbiger ist nun, drum mach zur Reise dich bereit. Wer etwas will, der muss auch geben.
Und wer solch edlen Wein begehrt, dem ist doch sicher eine Flasche weitere 10 Jahre wert. Willst du einen Handel mit mir treiben? Ein Tauschgeschäft wollen wir es nennen. Du bekommst, was dich erquickt und wirst mich nicht vom Leben trennen. Für weitere 5 Jahrzehnte möchte ich hier auf Erden weilen. Erst wenn ich faltig, grau und schwach, soll mein Ende mich ereilen. Hat sich dir was im Kopf verschoben? Wie stolz du bist von Sinnen. Glaubst du im Ernst, dass ich mit dir solchen Schacherwerk beginnen? Dass der Mensch in seinem Geiste sich gleich mit einem Gotte denkt und glaubt, wenn er ein Bäumlein pflanzt, dass er allmächtig alles lenkt. Ihm steht nicht zu, daran zu rütteln, was ein Gott hat sich erdacht. Bei ihm hat alles einen Sinn und ist darum perfekt gemacht. Selbst die Perfektion hat Lücken. Oder glaubst du, soll es denn Absicht sein, dass er dir hat vorenthalten, die Existenz von diesem Wein? Gönnt er dir solch Schlücklein nicht, weil er es lieber selber trinkt? Du siehst allein an diesem Beispiel, dass hier was vom Himmel stinkt. Aber wenn alles dir behagt, wie es angeordnet ist, dann mach weiter wie befohlen und bleib dostend, wie du bist. Ich nutz derweil meine letzte Zeit und befrei den edlen Saft der Reben aus der Enge jener Flasche, um ihn der Erde zu übergeben. Halte ein, dein Handeln! Ich gebe zu, so habe ich's noch nie gesehen. Ich überlass mir diese Flaschen und ich werde dir zugestehen, 5 Jahrzehnte hier auf Erden, doch dieses Tröpflein hier muss meines werden. Droben wird's schon keiner merken, denn keiner hat je kontrolliert, wenn ich mit abertausend Seelen im Gefolge kam marschiert. Dann sei es, komm, schlag ein, 50 Jahre sollen vergehen, bevor wir uns da treffen, wo wir heute zusammenstehen. Ein Kind so ausgelassen, so fröhlich sah ich euch noch nie. Ihr wirkt so munter und so frisch, als ob von langer Krankheit frei. Wer Unmögliches gewagt und auch noch gewinnt dabei, dem sei gegönnt zu jubilieren. Denn wer sich solch Profit erhandelt, der hat Grund zum Triumphieren. Das stets einträglich eure Geschäfte, dafür seid bestens ihr bekannt. Doch wie hoch muss der Gewinn denn sein, dass er euch so sehr übermannt? 50 Jahre sind's für mich. Wie kann und soll ich das verstehen? Nun, ich hab dem Turmschuh abgepeitscht, als ich neulich ihn gesehen. Jetzt nehmt ihr mich wohl auf den Arm, mit dem Knochenmann paktiert. Eigentlich war's eine Frau, die die Bedinge akzeptiert. Der Tod, ein Weib? Jetzt muss ich lachen. Ihr wollt mir wohl ein Huhn zum Adler machen. Woher nimmst du deine Zuversicht, dass der Tod ein Knochenmann? Kennst du einen, der ihn traf und davon berichten kann? Es weiß sogar der Allerdümmste, was in den alten Schriften steht. Und niemand konnte je beweisen, dass die Welt sich anders dreht.
Und wenn darin ist aufgeschrieben, dass der Tod ein Knochenmann, dann weiß ich, dass ich diesem Wort mit ruhig Gewissen glauben kann. Auch die ach so alten Schriften sind von Menschen einst erdacht, von denen selbst der Allerklügste hin und wieder Fehler macht. Die Propheten haben nur geschrieben, was von Gott ihnen diktiert. Und dies beweist, dass jeder Zweifel seine Grundlage verliert. Denn nur der Allerhöchste droben ist von Fehlern gänzlich frei. So bleibt nur inständig zu hoffen, dass das Diktat vom Rechten sei. Und auch, dass der emsige Schreiber Gottes Sprache mächtig war. Denn sonst bieten jene Tafeln lauter grobe Fehler dar. So zweifelt ihr die Schöpfung an? Meinst du, da sie alt hergebracht, ist allem Zweifel sie erhaben, weil das Alter sie zur Wahrheit macht? Schreib heut eine neue Schöpfung und sag, sie käme von einem Gott. Selbst wenn der Wahrheit es entspräche, erntest du nur Schimpf und Spott. Da die einzig wahre Bibel ja bereits geschrieben steht, wäre es ein großer Frevel, wenn man darin sich vergeht. Du hegst nun einmal diesen Glauben. Ich will ihn dir auch nicht verleiden. Doch mein ich, dass es nötig ist, sich zum Zweifel zu bescheiden und nicht alles so zu schlucken, wie es einem vorgekaut, sondern dass man stets das andere auch als Möglichkeit beschaut. Welch stattlich Bild von einem Mann? Ein edler Graf, aus hohen Normen, an Ländereien mächtig reich und auch Träger vieler Orden. Nun, ich lade diesen feinen Herrn zum Gelage in mein Haus. Ich möchte ihn gern kennenlernen. Geh und richte es ihm aus. Wenn ich einmal resümiere, 50 Jahre an Land gezogen, jetzt vielleicht noch ein Grab, das Glück, das scheint mir heute gewogen. Gut schaut's für Frau Bietal aus. Ob es für sie immer noch so steht, das seht ihr dann, wenn unser Stücklein nach der Pause weitergeht. Wir dürfen wandeln und auch speisen. Ein halbes Stündlein habt ihr Zeit. Wenn das Glöcklein wieder schellt, dann seid zum zweiten Teil bereit. Hat er es sich selbst verfügt, dass man Versprechen überhält? Auf
verpflichtet nicht die eigene Regel, auch die Direktor dieser Welt. Ich kenne dich viele tausend Jahre und weiß, ein Engel bist du nicht. Doch niemals habe ich es erlebt, dass so voll Zorn dein Mundwerk spricht. Was versetzte dich so arg in Rage, die dich fast zum Schäumen bringt? Der Fakt, dass eine mir Versprochene noch nicht in meinem Reiche denkt. Was ich verspreche, wird erfüllt. So habe ich es immer schon gehalten. Denn nur mit festem Regelwerk lässt ein Weltreich sich verwalten. Die hier hat er mir versprochen. Ich wartete auch ganz geduldig. Doch bis zum jetzigen Moment blieb er ihrer leider schuldig. Derweil wandelt jene freudig und quietschvergnügt wie eh und je drunten auf der Erdenkugel, was ich mit Befremden sehe. Die alles im Gefüge hält.
bringst durch unbedachtes Handeln großes Chaos auf die Welt. Es ist doch nur die eine Seele. Die wird schon nicht so schädlich sein. Was schädlich ist, was nicht, das bestimmt nicht sie allein. Denn der Narren sei gesagt, dass alles miteinander verwoben. Wenn man da nur ein Fädlein zieht, ist um dieses gleich verschoben. Schon ist da ein Graf im Spiel, der erst geschäftlich interessant durch seine Art und durch sein Reden den Weg zu Pintals Herzen fand. Aus Sympathie wurde so Liebe und große Pläne sind gemacht. Doch eigentlich ist dieser Graf einer anderen zugedacht. Zum ersten scheint es nicht weiter tragisch, liebt sich halt ein anderer Paar. Doch die daraus entstehenden Kinder sind andere am Ende gar als jene, die entstehen sollten und die im Weltenlauf geplant. Der wird dadurch mehr verändert, als es irgendeiner ahnt. Drum wirst du herniederfahren. Deinen Fehler zu korrigieren. Und hoffentlich lernst du daraus, in Zukunft besser zu parieren. Der Handel ist beschlossene Sache. Den vermag ich nicht zu brechen. Sonst wird man künftig über mich als ein ehrlos Wesen sprechen. Du hast sie dir selbst eingebrockt, also löffelst du die Suppe. Was aus deiner Ehre wird, ist mir dabei völlig Schnuppe. Noch sitzt ihr hoch auf eurem Thron als eine übergroße Macht. Doch ist man eurer überdrüssig, wird dieser zum Wanken schnell gebracht. Denn der Mensch in seinem Eifer stellt euch mehr und mehr in Frage. Und wenn der Letzte nicht mehr glaubt, dann kommt der Jüngste eurer Tage. Noch sind die, die an mich glauben, an der Anzahl nicht gering. Solange es sich so verhält, entscheide ich hier jeglich Ding. Also verrichte, was befohlen. Schere dich zu Erden, lieber und lieber. Bange. Mich fürchten zwar die Katholiken, aber der Rest vergaß mich lange. Was, wenn die diese einem Luther glauben, der predigt, dass es mich nicht braucht? Dann greift sie mich mit kalten Händen und ich habe ausgehaucht. Denen, die an mich festglauben, flüster ich beharrlich ein, dass wo ein gütig Gott regiert, auch ein Höllenreich muss sein. Begierde angefüllt, mein Herz mit einem Nebenschlag
lauthals deinen Namen ruft. Wohl bis hin zum jüngsten Tag. Du, mein lieblicher Charmeur, vermagst so wunderschön zu sprechen, dass ich mein, wenn du es wolltest, könntest du gar etlich Herzen brechen. Das ist nimmer mein Bestreben. Wer dich in seinen Armen hält, der vergisst vor lauter Liebe all die anderen Frauen der Welt. Ja, ja, ja. Als ich damals dir begegnet, überkam es mich wie ein Donnerschlag. Mit einem Mal, ich weiß nicht wie, wusste ich, dass ich dich mag. Und im Laufe all der Tage, die seither vergangen sind, ward mir mehr und mehr bewusst, dass Liebe ich für dich empfind. In einem solchen hohen Maß, wie ich zuvor niemals gekannt. Du hegst im Herz das gleiche Feuer, das auch in meinem ist entbrannt. Da. Beide wir vom Nektar tranken, der Seelen zueinander führt und dein tiefstes Innerstes den gleichen Durst wie meines spürt, will ich länger nicht mehr warten und nutze denn die Gunst der Stunde, um mit allem meinem Mute aus des Herzen tiefsten Grunde dich das Heiligste zu fragen, dass man fragen kann auf Erden. Ich liebe dich so unermesslich. Willst du meine Frau drum werden? Früher nicht nur mein Geld. Doch von Herzen sage ich dir, dieses ist durch dich verdrängt. Denn du bist jetzt das Liebste mir. An deiner Seite will ich gehen, ob gut, ob schlecht die Dinge stehen. Für dich würde ich mein Leben lassen und selbst durchs Fegefeuer gehen. Voll Freude nehme ich den Ring und sage unverdrossen zu. Liebend gern werde ich dein Weib, denn alles, was ich will, bist du. Glück durch dein Wort mir zugetragen. Ich möchte es mit lautem Jubel allen hier auf Erden sagen. Erstmal wollen wir uns bescheiden, es meiner Mutter zu erzählen. Die freut sich sicherlich nicht minder, dass wir beide uns vermählen. Das frisch Verliebte, die im Wahn zu solchen hohen Worten neigen. Sie liebt ihn mehr als alles andere, das kann sie uns in Bälde zeigen. Gar mancher hat in schöner Stunde leichtfertig einen Schwur gesprochen. Und wenn es ihn zu erfüllen galt, das ehrhaft Wort ganz schnell gebrochen. Fällt der Tod durch ein Erbarmen und nehme mich aus dem Elend fort. Selbst ein Grab erscheint mir besser als dieser schrecklich stille Ort. Welchen Sinn hat noch mein Leben, da Weib und Kinder hinweggerafft, von denen nur noch blasse Bilder die Erinnerung geschafft. Mir kommt es vor, wie eine Ewigkeit, seit zuletzt ich sie erblickte. Und eine dunkle Schicksalsfügung mich in diesen Kerker schickte.
viele Tage mögen es sein, die ich nun schon hier unten dauere. Verirrt sich doch kein Sonnenlicht durch diese undurchdringliche Mauer, sodass unbemerkt der Tag verstreicht, weil er an diesem dunklen Loch der Nacht mit ihren Sternen gleicht. Noch jemand in diesem Raum? Ich spür's doch. Was geht umher? Auch ist's mir, als vernehme ich Schritte. Was raschelt da? Da ist doch wer. Warum weichst du von mir zurück? Du hast doch sehnlichst mich erfleht. Jetzt, wo dein Wunsch... Was fürchtest du den eigenen Wunsch? Jetzt, wo er in Erfüllung geht. Ich kam, so wie du es geheißen, um Erlösung dir zu bringen. Deine Worte sind wie seine, die sich um meine Kehle schlingen. Oh, schau mich, bleiche Weibsgestalt, die du allerengste Quelle. Verrichte denn dein Handwerk nun, aber bitte, tu es mit Schnelle. Deine Zeit ist nicht verronnen, drum wollen wir nicht vom Sterben sprechen. Ich kam allein, um dir zu helfen, durch diese Mauer hier zu brechen. Die Wache schläft, der Weg ist frei. So kannst du diesem Ort entrinnen. Doch einzig verlange ich von dir, du sollst dich deines Schwurs entsinnen. Den werde ich nimmer wohl vergessen, bis ans Ende aller Welt. Meine Stunde ist gekommen, Weib und Kinder zu vergelten. Sie hat das Liebste mir genommen. Darum will ich unverdrossen selbiges nun ihr antun. Zur Rache bin ich fest entschlossen. In der Dunkelheit ist Hass geboren, der nun auf sie herniederbricht. Mag sie betteln, mag sie flehen, ich lass von meinem Ziele nicht. So zauder nicht, in dem Momente stoß ihn fest in des Grafens Brust. Denn der ist jetzt das Liebste hier und ihre allerhöchste Lust. Da geht ein braves Werkzeug hin und tut Dienst nach meinem Sinn. Spüren, die, wenn zwei Seelen sich gefunden, im Innersten eifrig brennt. So lasset uns auf jeden trinken, der dieses lodern Feuer kennt. Prost. Sei all jenen Glücklichen zugebracht.
dass die Liebe ewig halte. Darauf, liebe Freunde, Prost! Prost. Ein wenig. Albert, mach Feuer im Kamin und hol mir bitte meinen Mantel, um mich wärmer anzuziehen. Ist es dir nicht wohl, Frau Mutter? Der Raum ist bestens temperiert. War dir vielleicht der Sekt zu kalt, weil es dich so plötzlich friert? Es mag wohl die Erschöpfung sein, die ein altes Weib umfängt und mit der den Grossen spielen zum erholsamen Ich will mich drum den Drängen fügen und schicke mich ihn an, mich in mein Zimmer zu begeben, damit ich etwas schlafen kann. Ich gebiete mich, dich zu begleiten und gebe dir auf den Weg Geleit. Du bist ein guter Schwiegersohn, ein Mann eben von rechtem Schneid. Deshalb fröstelt es die Mutter. Wie lange schon schleichst du hier umher? Du musst dich ihrethalb nicht sorgen, denn nicht sie ist mein Begehr. Was willst du, bleiche Ungestalt? Deine Nähe will mir nicht behagen. Ich will an meinem schönsten Tag deinen Anblick nicht ertragen. Die Pflicht treibt mich in dieses Haus. Ich tue nur das, wie mir befohlen. Und heute ist es mir bestimmt, eine Seele hier zu holen. Willst du mir meinen Albert nehmen, der mir allzeit treu ergeben? Du bist fürwahr ein schlaues Weib, doch in diesem Punkt liegst du daneben. Es gibt noch eine dritte Wahl, und wegen dieser bin ich hier. Oh, du Ausgeburt der Hölle, ist denn gar nichts heil in dir? Was auf dieser Liste steht, hat ein anderer bestimmt. Doch ich lasse es nicht zu, dass man mir den Liebsten nimmt. Willst du, lässt du ihn, wenn du ihn verschonst, willst du vom guten Weine noch einen trinken? Räume ruhig den ganzen Keller leer, davon kannst du endlich haben. Mich gelüstet's nicht nach deinem Wein, der hat nur Ärger mir gebracht. Heute geht mit mir jene Seele, der dieser Weg ist zugedacht. Ich geb dir alles, was ich habe, lässt du ihn am Leben bleiben. Ich werde sicherlich kein zweites Mal mit dir solch ein Handel treiben. Die Stunde kommt, der Dolch ist nah, der von Rache Dursten Faust geleitet und mit seiner eisenkalten Spitze dem Herz den tödlichen Stich bereitet. Es muss doch einen Ausweg geben. Das Buch des Schicksals ist geschrieben und was auf seinen Seiten steht, wird im Windeseil vorangetrieben. Du selbst hast durch dein kaltes Handeln jene Schneide scharf gewetzt, die dem, was dir am liebsten ist, ein immerwährend Ende setzt. Die Mutter war wohl sehr erschöpft, kaum dass sie lag, da schlief sie gleich. Was schaust du mich so seltsam an? Und warum bist du denn so bleich? Du zitterst ja am ganzen Leib, als hättest du den Hund gesehen. Was hat so furchtbar dich entsetzt? Entsetzliches wird hier geschehen. Schnell, lass eine Kutsche kommen, wir müssen fort von diesem Ort. Was versetzt dich so in Panik? Warum sollen wir fort? Wir verlieren nur unnütze Zeit. Frage nicht nach einem Grund. Böses wird uns widerfahren, wenn wir nicht fliehen zu dieser Stunde.
um die Rechnung zu begleichen. Was fällt dir ein, du Taugenicht? Ich werde dir meine Fäuste reichen. Ich fliehe nicht vor solch Gesellen. Ich habe so manch Duell gefochten. Ich werde mich ihm entgegenstellen. Deine Stunde ist gekommen. Ich flehe dich an, dass ihn am Leben bleiben. Wer etwas will, der muss was geben. Ah! Nein! Oh nein. Ach, was tat ich nur im Rausch der Rache? Hab heiliges Gebot verletzt. Ich bin im Leben nimmer Frieden. Mit Blut ist meine Hand benetzt. Bin fort von diesem Ort der Sünde. Immer renn nur, du jämmerlicher Haufen. Wer vor sich selber flüchten will, muss für wahr recht lange laufen. Ach, nein, sie ist tot! Sie warf sich vor mich wie ein Held. Mag sich der Herr ihre Seele erbarmen. So ist denn Ordnung hergestellt. An der Zeit, dass die Bestellte zugeführt, um mit mir in mein Reich zu ziehen, so wie es der Sünderin gebührt. Doch wollen wir nichts übereilen, denn wer zu dir kommt oder nicht, das entscheidet beim letzten Gang das hohe göttliche Gericht. Was gibt es da noch zu entscheiden? Ihr Buch, so prall gefüllt mit Sünden, zwingt den Richter dieser Welt geradezu, ihr die Hölle zu verkünden. Welches Urteil wird gesprochen, das lasst des Richters Sorge sein. Die Verhandlung kann beginnen. Man führe sie zu mir herein. Ja. Fürwahr, dies Buch ist reichlich schwer, da manche Sünd ist eingeschrieben, hast deinem Vorteil stets gefrönt und wenig Rühmliches betrieben, hast nicht davor zurückgeschreckt, selbst die Ewige zu verkohlen. Und dafür müsste dich eigentlich der Teufel holen. An dessen Wohlwollen Zustimmung soll's in diesem Fall nicht fehlen. Die Hölle ist der rechte Fleck für solch unverschämte Seelen. Die Betonung lag auf eigentlich. Denn was auf der letzten Seite steht, lässt das Vorige verblassen, sodass sie in den Himmel geht. Dies Urteil wäsch dich an, weil ich denke, irrtest du. Dies hinterhältig Weib steht einzig meinem Reiche zu. Die Sünderin hat sich gewandelt durch den stärksten der menschlichen Triebe. Sie gab ihr Leben für ein anderes, weil ihr Herz so voller Liebe. Eine Tat wie tausend auf. Das ist doch schreiend ungerecht.
so viel Rechtsverdreherei und selbst einem Teufel schlecht. Du magst spucken und auch speien, bis dein Magentier erkrankt. Dieses Urteil geht konform mit dem, was die Moral verlangt. Die als allerhöchste Ordnung von des Menschen Geist erdacht, welche solch fabelhafte Wesen wie dich und mich erst möglich macht. Hiermit endet diese Wandlung und unser Stücklein eben auch. Doch bevor ihr heimwärts strebt, bitten wir um einen Brauch. Hat euch dieses Stück gefallen, so klatscht, bis euch die Hände schmerzen. Denn das ist für uns der höchste Lohn. Den wir danken euch von Herzen.